schon gut. Wir tun euch doch gar nichts, ne? Guck mal, die sind aber groß geworden, die Kinder. Oh, sind die groß, gell? Die sind ja schon bald so groß wie der Hachiko. Sind aber groß geworden, ne? Ja, nicht schimpfen. Ich hab nicht mehr Futter. Ich hab gerade die andere Familie gefüttert. Mit ihren 5 Jungen, ne? Die haben schon 2-mal Brot gekriegt heute. Aber ihr findet hier sehr gutes Futter, das weiß ich. Ja, ihr findet hier sehr gutes Futter. Grünfutter, ne? Ah, der Hachiko hat sich ein Brötchen geholt da hinten. Er hat sich ein Brötchen geholt. Er hat ein Brötchen gefunden. Ah. Ich hab nicht so Hunger, ne? Ihr findet ja Brötchen. Ein Brötchen bin ich blind. Oh, es ist zu heiß heute. Ich wollte sagen, ihr findet ja gut Futter im See. Und Gras und alles, was ihr essen könnt. Und Tang und Pflanzen. Ihr findet ja alles, ne? Oh, ist ja gut. Und jetzt macht ihr Mittagspause, ne? Wie ich das sehe. Seid ihr alle hier versammelt und ruht euch schön aus. Aber das Wasser ist auch ganz schön warm heute. Wir haben schönen Hochsommer. Ja, ist gut. Ist gut. So, komm mal, Chico. Wir müssen nach Hause. Kommt doch. Komm. Komm, Blacky. Komm schnell, hast ein bisschen Angst, ne? Die können nämlich ganz schön zuschlagen. Der weiß genau Bescheid, der Hund. So, komm, komm schnell. Er traut sich nicht. Ich habe meinen Flügelschlag abbekommen, aber so aus Versehen, da ist er nur erschrocken, der Schwan. Und das war wie ein Hammerschlag. Also ich wusste nicht, dass die so stark zuschlagen können. Das war wirklich gewaltig. Und das war nur ein kurzes Zucken von ihm. Ja, die müssen ja ihre Kinder beschützen, das verstehe ich. Das ist alles in Ordnung. Ne? Alles in Ordnung. So, alles okay. Ja. Ist gut, jetzt geht er mal schön ins Wasser rein. Geht immer schön schwimmen. Geht immer schön ins Wasser. Komm schnell. Komm. Lass dich mal durch. Lass Hachiko durch. Komm schnell. Ja, so ist gut. Der hat Respekt vor denen. Aber er tut denen auch nichts. Ne? Hat denen noch nie was getan. Auch wie sie ganz klein waren. Nicht. Er war beim... Bei den ersten Tagen, als die geschlüpft waren, war Hachiko schon dabei. Und wir haben ihn auch sonst immer schön rangelassen. Aber manchmal erleben die auch Schlechtes hier. Man bewirft ihn manchmal sogar mit Steinen. Kinder, die vorbeigehen, werfen Steine nach den Schwänen oder Jugendliche. Da habe ich mich schon so darüber aufgeregt, habe die schon zur Rede gestellt. Aber es ist furchtbar. Und die sind aber groß geworden, mein lieber Mann. Und Flügel kriegen die auch schon. Sind schon schön bis hinten gewachsen. Ihr könnt bald fliegen, ne? Ja, ihr könnt bald fliegen, ne? So, wir gehen wieder. Tschüss, meine Lieben. Schön, dass ich euch getroffen habe. Ist wunderschön. Ich freue mich. Tschüss. 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 So, komm, Schatz, wir gehen. Geh weiter.